Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, in dieser Anleitung möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr euch einen Eichenbaum aus einer Eiche selber ziehen könnt. Ja, wo ihr die Eichen herbekommt, das denke ich, sollte klar sein. Vom Eichenbaum, die fallen dann im Spätsommer bzw. Anfang des Herbstes, im Oktober rum, September rum, vom Baum ab. Und ja, es ist natürlich wichtig, dass man nur reife Eichen nimmt, so eine grünen hier, die eignen sich nicht. Es ist ja ganz wichtig, dass die so richtig schön glänzend braun sind wie diese hier. Dann sind die Eichen reif und auch nur diese sind dann keimfähig. Dann solltet ihr überprüfen, ob das Saatgut, welches ihr aufgesammelt habt, nicht faul ist. Die Faulen, die schwimmen oben und ja, die dann keimfähig sind, die gehen dann unter. Wenn ihr nun keimfähige, frische Eicheln gefunden habt, dann ist es so, dass ihr die jetzt erstmal Kälte behandeln müsst, beziehungsweise müsst ihr die mindestens 45 Tage einer Kälteperiode aussetzen. Ihr könnt es natürlich so machen, dass ihr die jetzt einfach im Herbst einpflanzt. Ja, ist möglich. Schließlich passiert das ja in der Natur auch so. Ja, ihr lauft aber Gefahr, dass sich natürlich Eichhörnchen oder Mäuse daran bedienen und diese dann ja auffressen. Deshalb mache ich es so. Ich lasse die jetzt hier bei mir liegen. Dann kommt hier einmal ein Eimer drauf und dieser Eimer, der wird jetzt zusätzlich noch mit einem Stein beschwert. Und da warte ich jetzt einfach ja 45 Tage ab und lasse die eben ja kältebehandelt jetzt dort liegen. Und nach 45 Tagen geht es dann weiter. So, die Eicheln waren jetzt 45 Tage hier ja der Kälte ausgesetzt. Hoppla, jetzt fallen sie mir auch alle noch runter. Dann sammle ich sie doch erstmal auf. So. Ja, in dieser Zeit, wo die Eicheln der Kälte ausgesetzt sind, keimen bereits schon viele. Bei meinen ist das jetzt nicht passiert. Das ist aber nicht unbedingt schlimm. Ist kein schlechtes Zeichen. Im Prinzip kann jede Eichel keimen, wenn sie denn zuvor frisch war, wenn sie nicht faulig war und keimfähig war. Das waren ja meine, das hatte ich vorher getestet. Viele Eicheln, die den keimfähigen Zustand erreichen, werden natürlich von Tieren gefressen und deshalb wächst dann da kein Baum raus. So, jetzt sind sie soweit, dass ich sie hier in die Erde einpflanzen kann. Dazu mache ich so ein kleines Loch, egal wie rum, einfach rein, 2 cm tief circa, und dann mache ich Erde darüber. So, den Topf habe ich jetzt bei mir hier in die Garage gestellt. Hier ist nämlich die Pflanze dann bzw. die Saatgut vor Tierfraß geschützt. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass ich immer den Topf feucht halte. Das darf ich hier drin nicht vergessen. In der Natur würde das der Regen übernehmen im Herbst und im Winter. Ja, daran gilt es jetzt also zu denken. Und dann sollte sich im April, Anfang Mai, denke ich mal, schon eine kleine Pflanze entwickelt haben. So, lange, lange habe ich gewartet. Ja, der Winter ist vorüber. Wir haben endlich wieder Frühling und wir haben den Monat April. Und ihr könnt hier sehen, es hat sich ein kleines Bäumchen gebildet. Ja, dieses kleine Bäumchen lasse ich jetzt hier noch im Topf. Ich kann den jetzt schon nach draußen stellen. Vom Klima her ist das ja, wie gesagt, kein Problem. Aber ich will die Pflanze jetzt noch nicht auspflanzen. Die Wurzel soll sich noch ein bisschen kräftigen, entwickeln. Und dann ist es soweit, dass ich das Bäumchen auspflanzen kann. So, wir haben jetzt Mitte Mai und die Pflanze ist doch hier nochmal wieder ein ganzes Stück gewachsen. Das hier sind übrigens meine Zimmerpflanzen, die ich jetzt mittlerweile nach den Eisheiligen auch wieder rausgestellt habe. Ja, und jetzt kann ich das Bäumchen nehmen und ja, ich würde sagen, ich pflanze den Baum jetzt dahin, wo ich ihn haben möchte. So, mein Loch habe ich hier schon vorbereitet. Eichen bilden später tiefe Pfahlwurzeln, das heißt, ja, sollte einfach genug Boden zur Verfügung sein, damit der Baum sich entwickeln kann. Deshalb sind Eichen weniger geeignet, um sie als Topfpflanze zu halten. Ja, ich pflanze sie jetzt hier einfach entsprechend ein. So, ups. Schön festdrücken. Und natürlich gut angießen. Und jetzt auch immer darauf achten, dass die Erde anfangs stetig feucht bleibt. Eichen sind natürlich Pflanzen, die auch Trockenperioden überstehen, aber gerade diese Jungpflanzen nicht. Und da in letzter Zeit auch die Frühjahre immer ja trockener sind, muss man also auch darauf achten, dass der Pflanze genug Wasser zur Verfügung steht. So, wir haben jetzt Mitte Juni
Und ihr könnt sehen, dass sich mein kleines Bäumchen hier doch wieder ein ganzes Stück entwickelt hat. Ja, so wird es jetzt immer weitergehen. Eichen sind Pflanzen, die sehr, sehr alt werden können, sehr, sehr groß werden können. Das heißt, man sollte den Platz entsprechend auch dafür haben oder die Pflanze dann regelmäßig beschneiden, dass sie nicht zu groß wird. Das werde ich hier machen. Ich möchte so einen kleinen Eichenbaum für mich haben. Und ja, ich hoffe, dass euch diese kleine Anleitung gefallen und geholfen hat. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.